Landkreis Fulda, das heißt für viele Menschen vor allem Barockstadt und die Rhön. Zum 200-jährigen Jubiläum wurde jetzt im alten Lokschuppen in Hünfeld eine Ausstellung eröffnet, die klären soll, was Land und Leute wirklich ausmacht. Mit der Ausstellung wollten wir den Landkreis auf eine Bühne bringen. Ja, jetzt sind es 3 geworden, weil wir uns dann überlegt haben, was will man eigentlich zeigen, wenn man 200 Jahre Landkreisgeschichte erzählt. Und am Ende sind es eigentlich die Menschen, die am wichtigsten sind. Darum haben wir 10, 12 Personen porträtiert hier in der Ausstellung, die man sich anschauen kann. Dazu gehören echte Originale, die den Landkreis humorvoll repräsentieren und ihre ganz eigene Meinung davon haben, was es heißt, hier zu leben. Der Fulda ist der Fulda. Das ist, man kann ihn vielleicht mit dem Kölner vergleichen, weil er macht da schon sein Ding. Aber er ist kein Hesse, er ist ein Fulda. Das ist eine andere Nummer. Aber ich glaube, der Fulda ist ein bisschen eigenwillig. Aber wenn man ihn erstmal, ich sag mal, wenn man erstmal mit ihm, ja, 2 Bier getrunken hat, dann ist der Fulda durchaus der Fulda, den man haben will. Gesellig, offen und durchaus in der Lage, sehr viel zu bewegen. Und das sieht man in der Region ja, dass wir was bewegen können. Rhöner ist es so wie die Landschaft hier. Also so katholisch bei der Kreuzberg, knörzig bei der Steiwand und schön bei der Melseburg, so komisch gesagt. Aber jeder sieht natürlich, sie Heimat ist, wo er wohnt, ist sie Heimat, da ist er glücklich. Was macht die Identität aus? Ich gleich, wir werden geprägt durch die katholische Geschichte. Wir sind ja so katholisch, bei mir unser neues Auto kaufen, das muss ein Märtyrer sein. Ehrenamt und Landwirtschaft sind wichtige Bestandteile der Lebensrealität vor Ort. Die richtigen Protagonisten waren schnell gefunden. Im Landkreis Fulda zu leben bedeutet für mich, gewisse familiäre Beziehungen kennenzulernen. Hier kennt jeder jeden. Wir haben die Natur um uns herum, in die man stetig eintauchen kann. Und natürlich dieser familiäre Gedanke ist auch das, was wir irgendwie in der Feuerwehr kennenlernen. Und was ich auch besonders an unserer Feuerwehr schätze, dass wir eben eine Gemeinschaft sind, das Teamgefühl leben und jeder für jeden da ist. Wir fühlen uns hier im Landkreis Fulda, im großen ländlichen Raum, die schöne Rhön oben, fühlen wir uns recht wohl, können wir gut Landwirtschaft machen, wir haben gute Rahmenbedingungen, wir haben eine schöne Kulturlandschaft, die wird von Landwirtschaft schön gepflegt und das sieht man, wenn man durch die Rhön geht, das Land der offenen Ferne heißt es ja, und eine viel schönere Landschaft findet man eigentlich nirgends. Die Ausstellung soll auch in Schulen und Dorfgemeinschaftshäusern zu sehen sein. Im alten Lokschuppen in Hünfeld ist sie am 9., 10., 11., 12. und 14. April jeweils von 14 bis 18 Uhr zu sehen. Osthessen News. Sehen, was bewegt.